Also ich habe noch eine Sache, die ich erzähle. Das ist jetzt nicht wirklich eine Nummer. Das ist mehr so eine Anekdote, die ist mir letztens eingefallen. Ich habe mich daran erinnert und ich fand die irgendwie witzig. So. Und ich habe gemerkt, so immer wenn ich mal einen größeren Auftritt habe oder so mehr Reichweite, dann ist halt so, zum Beispiel bei 1Live, ne? Oder, ja, dann merke ich immer so, dann komme ich so, erreiche ich so Leute, die ich normalerweise nicht so erreiche. Neue Leute entdecken mich dann. Ne? Immer wenn ich einen großen Auftritt habe, dann schreiben mir immer Leute von früher. Ne? Die entdecken mich auf der Bühne und dann kriege ich so Nachrichten von früher aus der Kindheit. Ne? Und habe ich so eine Nachricht bekommen letztens. Und dann war so, hey, ich bin's, Basti, kennst du mich noch? Ne? Ich so, Basti, wer war das, Alter? So Bilder angeguckt, so, Alter, sau lange her. Und habe ich mich daran erinnert, so, ach ja, der wollte mich mal umbringen. Ah, stimmt, ne? In der Grundschule. In der Grundschule ist okay, ne? Ist nicht so schlimm. Und ich weiß auch, der kam in unsere Klasse, ne? Erste, zweite Klasse, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und der war 2 Köpfe größer als alle anderen, weil Basti ist 2-mal sitzen geblieben. Ne? In der Grundschule. So, da weißt du Bescheid. Ne? Und er kam irgendwie neu auf die Schule und in der ersten Pause, das war halt so ein Rabauke irgendwie, ne? Der war irgendwie, ja. Und in der ersten Pause hat er sich direkt mit dem anderen Rabauken von der Schule geboxt. Auf dem Schulhof, weißt du, in der Grundschule. Und wir waren also, Alter, wie krass ist das denn? Das war so unser Netflix. Ne? Wir so, wow, was ist das? Ne? Und er hat sich so krass geboxt für so Grundschüler. Die haben sich so an den Haaren gezogen und so. Ne? Und dann kam irgendwann so, eine Lehrerin hat die so auseinandergebracht. Und vor der Tischtennisplatte. Und dann hat dieser Basti sich so in die Haare gegriffen. Hat so richtig viele Büschel Haare aus seiner Frisur geholt, so auf die Tischtennisplatte gelegt. Da war so ein Häufchen blonder Haare. Und ich sehe das so, ich so, Alter, was ist das für ein Gangster? Ne? Weil der hat so keine Miene verzogen. Der war so, und ich dachte so, boah, Alter. Weil ich ja immer der Kleinste in der Schule. Ne? Ich habe mich damals so erinnert, ich habe einfach nur gedacht, so, Alter, ich finde das schon schlimm, wenn mir einer ein Haar ausreißt. Und der war einfach voll die Maschine. Ne? So. Das war noch nicht der witzige Part. Jedenfalls hatten wir dann später am Tag, war so irgendwas Komisches, Grundschule, da machst du ja komische Sachen im Unterricht. Da wurde so ein Sitzkreis gemacht vor der Tafel und bei so Grundschülern immer Chaos. Ne? Die rennen durcheinander, die sind zu blöd zum Sitzen, keine Ahnung. Und dann hat dieser Basti hat dann meine Freundin so angerempelt in diesem Chaos, ne? Meine Nachbarin und Freundin von damals, meine Kindergartenfreundin, und die ist dann so ein bisschen gestolpert und musste sich so am Stuhl festhalten. Ne? Und ich war so sauer auf den. Ne? Da habe ich so an der Tafel habe ich so diesen trockenen, staubigen Kreidelappen genommen und habe den so feste, wie ich konnte, so paff, so in den Nacken gehämmert. Ne? Und dann direkt so Staubwolke. Ne? Und ich war so richtig so, Alter, das war so geil. Ne? Der Drache hat meine Prinzessin blöd behandelt. Alter, es war so richtig aus dem Bauch heraus so geil. Ne? Und dann hat er sich so umgedreht und ich so, ach so, das ist ja gar nicht zu Ende jetzt. Ne? Und dann kam er direkt, die Lehrerin hat uns so auseinandergebracht. Ne? Die so, du sitzt dahin und hier, du gegenüber da. Ne? Da ist nichts passiert. Ne? Und dann hatte ich aber 45 Minuten Zeit zu überlegen, wie gehe ich jetzt damit um? Ne? Weil dieser Basti hat mich die ganze Zeit so richtig angepisst angeguckt. Ich dachte so, Alter, der könnte mir eventuell an den Haaren ziehen demnächst. Das gehört mir überhaupt nicht. Ne? Und ich war so, scheiße, was mache ich jetzt? Ne? Ich habe so richtig gedacht, oh, ich krieg gleich aufs Maul. Ne? Oh, mein erstes Mal. Ja, egal. Jedenfalls war ich so richtig nervös. Ne? Und dann hat dieser Basti sich so umgedreht und hat hinter sich an die Tafel mit Kreide geschrieben, David ist tot. Und ich so, Junge, krass. Ne? Und ich konnte das irgendwie nicht glauben. Ne? Ich habe mir das so selber schön geredet. Ich habe so gedacht, so, ja, wir haben noch einen anderen David in der Klasse. Also, vielleicht meint er den. Ne? Und dann hat er sich nochmal umgedreht, hat es wahrscheinlich gemerkt und hat noch so hingeschrieben, David K. ist tot. Und das habe ich von meinem Vater gelernt, ne? Wenn das schriftlich ist, das ist schon, das ist ernst jetzt. Ich so, scheiße, jetzt bringt er mich um, Alter, ist ja sauätzend. Ich bin irgendwie 6 oder so und jetzt, Alter, das kann es doch nicht schon gewesen sein. Ich muss jetzt mal, ich habe zu mir gesagt, David, konzentrier dich. Das erste Mal in der Scheißschule, konzentrier dich mal. Du musst da irgendwie raus. Ne? Ich so überlegt, ich mache irgendwie einen Plan. Ne? Wenn es klingelt, ne? Ich nehme meine Sachen, ich hau ab. Ich laufe einfach weg. Ne? Da ist mir eingefallen, ah, morgen ist erst in beiden Stunden Sport. Das mache ich schon gerne, da gehe ich auf jeden Fall hin. Dann bringt er mich da um. Ist ja saudoof. Ne? Ich brauchte irgendeinen Plan. Da habe ich gedacht, ey, ich gehe einfach nach der Stunde hin
Und dann sage ich, ey, du hast ja dieses Problem mit meiner Freundin. Wie wäre es, wenn ich die einfach nach der Stunde festhalte und du bringst das Ding zu Ende? Weißt du, du? Und dann hat sie auch so Gedanken, so, weißt du, für Kinder ist Zeit manchmal auch so schwer zu greifen. Ne? Ein Monat ist für ein Kind manchmal ein halbes Leben. Ne? Dann habe ich gedacht, so 45 Minuten Schulstunde, vielleicht hat er es ja vergessen. Ne? Und dann war irgendwann die Stunde vorbei und Schulklingel, ne? Alle sind zu ihren Taschen gegangen. Ne? Ich bin direkt zu dem Typ hin und habe dem so die Hand hingereicht und hat gesagt, so, ey, sorry, ne? Wegen dem Lappen und so. Ne? Hand hingehalten und er so, ja, okay. Ne? Und in dem Moment habe ich so zur Tafel geguckt und hat die Lehrerin, da stand noch so David Kahrs tot und hat die so mit einem Lappen so weggewischt. Und ich so, wow. Irgendwie witzig. Dankeschön. Das war aber witzig, oder? Hier gibt's noch mehr von Generation Gag. Boah, ich würde das so gerne anklicken, aber ich bin in diesem Ding hier drin. Ihr müsst da draufklicken für mehr Zeug. Abonniert den Kanal, klickt die Glocke und gönnt euch diese unglaublich tollen Videos.